Geburtstagskind heute. Ja, wo ist denn der Matthias von den Stromschnellen? Sitzt am Steuer. Wo ist der Matthias? Ja, den Rudolf, ne? Matthias. Hier, guck mal hier. Moin, Matthias. Alles Gute zum Geburtstag. Heute kann es regnen, Sturm oder Schneien, ne? Du weißt ja. Hat er schon ein Haus gegeben heute? Hat er schon ein Haus gegeben? Zum Beispiel mit den SSC-Mädels hier zusammen im Boot sitzen will, also sofort einfach an der Lehrstunde gebraucht. Da hinten hat gerade gesagt, von ein paar Steuerleute. So, schauen wir mal so ein bisschen in die Runde. Unsere Handball-Damen sind auch schon da. Heidi war ja heute Sonntag 10 bis 3, ein bisschen lang. Hat ja auch nicht mehr, oder was? Keine Panne. Oh, genau. 50-50! Und in Weiß, die steigen auch gerade in ihr Drachenboot. Die She-Dragons! Auf geht's auch für euch! Am heutigen Sonntag natürlich auch euch viel Erfolg! Sicherheitshalbe. Eine Tasche. So! Unter den ersten 8, dann muss das doch überhaupt so uns halten. Ich rufe auch einmal auf. Aber wir haben ja gegen Steffen machen wir ab und zu. Ich meine, rein von der Kraft her müssen die Fußballer das nachsehen. Vergessen. Also ich glaube, die Zukunft in Schwerin heißt Frauen. Auf geht's auf Bahn 4, wollen wir auch noch ganz schnell nennen. Fußballer vom FC Mecklenburg und ganz links auf Bahn 5 das Leserboot von der Schweriner Volkszeitung. 200 Meter die Distanz. Mal ganz gespannt, wie die Jungs und Mädels sich hier schlagen, wie die hier auf dem Pfaffenteich in einer etwas anderen Sportart die Figur sie dann angeht. Sieht ganz gut aus, hier ganz rechts auf Bahn 2, PSV Schwerin, die Schwimmer. Die Schwimmer immer. Letzten Meter. Ja. Die Fußballer sind auch ganz gut mit bei der FC Winkelburg auf Bahn 4. Ja, die Schwimmer habe ich da vorne gesehen. Und die Fußballer. Also ich denke mal Bahn 2, ich denke mal kleiner Applaus gibt es hier von der Kaikante für unsere 5 Sportlerteams. Ja, danke.
mal bei Olympia. Das war ja schon besondere Veranstaltung.